So, da sind wir wieder, das Spiel wieder abgespackt ist. Wir haben jetzt einen Schraubenschlüssel, eine Zange und ein Rad. Ich wollte eigentlich. Wo war denn das? Ach, da. Ja. Ich wollte euch mal dahin gehen. Zu dem da, ob ich hier irgendwas mit dem Zeug machen kann. Mit dem Schraubenschlüssel zum Beispiel. Mit der Zange. Okay. Hier gibt's nichts zu tun. Alle hopp. Wenn das Spiel mir das sagt, kann ich mit der Zange vielleicht hier etwas tun? Nein. Welche Wimmel? Nein. Gibt's hier noch was? Ja, die Pumpe habe ich angeschlossen. Ich nur verstehe noch was tun. Oh. Ja. Normalisiere den Druck in den Rohren mit Hilfe des Plus und des roten Plus und des blauen Minushebel, sodass der Pfeil in den grünen Bereichen landet. Okay. Achso, das geht ja in die andere Richtung. Das ist ja nicht so schwer. Okay. Darf ich jetzt zur Wasserzufuhr gehen? Funktioniert denn da jetzt irgendwas? Kommt da Wasser durch oder muss ich es aufdrehen oder... Ich kann jetzt scheinbar wirklich tatsächlich nichts mehr tun. Ah, ich kann hier wimmeln. Kornblume, Schlauch, Windrad, Drache, Muschel, Molekül, Koralle... Giraffe, Sonne, Tube, Brief, Säge. Moleküle. Die Säge hatte er. Giraffe weiß ich jetzt gerade nicht. Koralle. Da ist ein Schlauch. Ich denke, ich krieg den Schlauch. Das ist derselbe, auf dem ich stehe. Wenn ich diese Spiele spiele. Ah. Da drauf machen. Kann ich dann die Schuhcreme? Dann die. Da. Oh, eine Sonne. Okay. Sonne. Dann brauche ich jetzt nur noch die Kornblume als. Da. Was du alles in deinen Taschen mit rumschleppst. Windrad. Muschel? Das Schwein.
Ah, bei Penny. Ich weiß nicht, bei wie vielen es von euch noch Penny gibt. Ich weiß, in einigen Orten gibt es das nicht mehr. Die haben da manchmal ja so Bonusaktionen, wo du, keine Ahnung, wenn du für 5 oder 10 Euro einkaufst, kriegst dann so einen komischen Punkt. Und wenn du so und so viele Punkte hast, dann darfst du noch mal ein bisschen Geld bezahlen und dann kriegst du irgendwas, was die halt so gerade haben. Und da hatten sie ja letztens diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Knuffeling, keine Ahnung. Da ist mein Blumen-Hamster runtergefallen. Und da hatten sie halt so Plüschtiere jetzt, halt mit so riesen Köpfen, mit so. Da gab es auch so ein Schwein. Und dann haben mir meine Eltern so ein Schwein geholt. Das fand ich voll toll, weil das wollte ich auch unbedingt haben. Das ist so niedlich. Aber 15 Euro kostet das regulär. Nur wenn du halt diese Punkte hast, ich glaube 50 Stück. Das heißt, du hast für 250 Euro einkaufen müssen bei Penny, dann hast du für 1 Euro so ein Schwein mitnehmen können oder ein Schaf gab es noch, Kuh, Esel, Pferd und Hund. Aber ich fand das Schwein so toll. Das Schwein! Und es ist so knuffelig. Das habe ich auch neben mir sitzen. Ich liebe das Schwein. So, ich brauche noch einen Drachengiraffe. Wo sind die denn? Ich gucke hier schon die ganze Zeit, während ich hier von meinem Schwein palaver. Und ich find's nicht. Bei Drachen. Ach, ich suche einen echten Drachen. Okay. Also nicht echten Drachen, ihr wisst, was ich meine. Tierdrache. So, Giraffe. Da kann ich jetzt aber auch nichts anderes. So, das Dackel. Und das Schwein. Ja. Giraffe. Giraffe? Hallo? Wer are you? Komm, ich muss schon draußen ständig die Tipps benutzen. Ich will die jetzt nicht auch noch in den Wimmel benutzen. Ich denke, wir sind so relativ am Ende. Wo ist die denn? Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Nur ich finde sie nicht. Giraffe, Giraffe, wo steckst du denn bloß? Komm raus und zeig dich der Welt. Na hopp. Also sie wollen mir jetzt wieder irgendwas anderes als Giraffe verkaufen. Das könnte natürlich auch möglich sein. Ist sie doch. Sag doch, dass sie dort ist, aber mir hört ja keiner zu. So, darf ich jetzt mit dem Schlauch, darf ich den dann vielleicht hier anschließen? Nö, wieso denn nicht? Ist doch ein Hydrant. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Was soll ich jetzt? Ich habe immer noch dieses Zahnrad. Was soll ich denn damit machen? Da ist doofer Affe. Ich weiß nicht, ob das derselbe doofe Affe ist, der uns einmal verfolgt hat. Kann ich hier nochmal wimmeln? Nein. Kann ich hier unten nochmal wimmeln? Nein. Kann ich hier drin nochmal wimmeln? Auch nicht. Ach, hier fehlt ein Zahnrad. Warum sagt mir das denn keiner? Ordne die Zahlen auf den Scheiben so an, dass ihre Summe die Zahl zwischen ihnen ergibt. Also 8. 8 und 2. Wie drehe ich denn? Wie drehe ich denn den Rest? Ach so. Na gut, da kann es ja tatsächlich nur 1 und 1 sein. 1 und 1. Aber hier muss ich tauschen. Das wäre jetzt zum Beispiel richtig. Das ist es nicht. Ich wohl noch ein paar Mal tauschen müssen. Gott, 11. Ah, das wäre dann zum Beispiel 5 und 6. Das würde ja hier zum Beispiel stimmen. Für die 5 könnte ich hier die 2 gebrauchen.
kriege ich die denn jetzt nur? Die müssen wir hier mal kurz mitnehmen. Ich brauche sie an der Stelle von der 6. Gehen wir es mal einfach erstmal auf diese Tour. Ich mich verguckt. Ich habe mich verguckt. Okay, ich brauche es anstelle von dieser 5 hier. So. Ich würde das gerne erstmal so lassen. Auf dieser Seite hier. Das stimmt so. Hier bräuchte ich aber eigentlich... Ich hab hier drüben noch eine 4. Die könnte ich darüber. Ich mache das jetzt so schrittweise, wenn das euch zu lange dauert, tut mir leid. Und die 4 bräuchte ich da, wo die 3 jetzt ist. Oder halt hier unten. Das wäre jetzt auch richtig. Zumindest hier 7. Ich brauche aber hier noch auch noch mal eine 4. Oder eine 5 oder 2. Das ginge natürlich auch. Dann bräuchte ich die... Ich könnte hier einfach mal kurz tauschen. Dann müsste die 5 anstelle von dieser 2 hier sein. Hier habe ich 2. Hier habe ich 4 und 8. Das ist 7. Das ist 7. Hier habe ich noch nicht 5 und noch nicht 11. Gut, also ich bräuchte jetzt anstelle von der 6, bräuchte ich die 3. Ach, ich habe hier auch nur 3. Eine 6 brauche ich hier definitiv in dem Rad drin. Anstelle von der 1 aber. Müsste die 6 sein. Ja. Oh, ich hab... Oh, Mist, meine 4. Da habe ich nicht aufgepasst. Was mache ich denn gerade? Das ergibt 5, das ergibt 11, das 4, das 2... ich denn? Oh, das war's gerade schon. Entschuldigung. Ihr habt euch hier ja schnuckelig gemacht. Oh nein, Cricket hat das Feuer, Cricks hat schon das Feuer gelegt. Ich muss meinen Silent Mechanismus deaktivieren und das Feuer löschen. Ah, hier, drücke in der richtigen Reihenfolge auf die Knöpfe der kleinen Zahnräder, damit sich das mittlere dreht, ohne in die Lücken zu greifen. Was? Drücke in der richtigen Reihenfolge auf die Knöpfe der kleinen Zahnräder. Ich weiß überhaupt nicht, was das machen soll. Hä? Damit sich das
es, damit sich das mittlere dreht, ohne in die Lücken zu greifen. Ach so. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden, okay. Ich muss das Sprengkabel schleunigst durchtrennen. Ach, meine Nerven. Ich bin noch viel zu alt für sowas. Und nu? There are but a few moments left until the finale, my dear. We must make sure you're ready for your final performance. Ornelia ist in großer Gefahr. Ich muss das Brandwarnsystem reparieren. Wie denn? Kann ich nicht. Ich hab nichts. Ach so. Ich könnte es damit probieren. Ornelia ist in Sicherheit. Ich muss Krix schnappen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Er ist, glaube ich, dahin gelaufen. Dahin gelaufen. Jetzt darf ich aber, oder? Soll ich die Reihenfolge machen, oder? Scheinbar. Hallo? Detective, do you see it? We've changed the future. Glückwunsch, du hast das Spiel erfolgreich abgeschlossen. Es steht nun der Bonusinhalt zur Verfügung. Meine Herren, ich habe es tatsächlich durchgespielt. Ich würde mal sagen, so um die 4 Stunden hat das jetzt gedauert mit den ganzen Abstürzen und Unterbrechungen und keine Ahnung. Weshalb ich das Bonuskapitel jetzt nicht gleich im Anschluss spiele, sondern erst danach, irgendwann. Es war... Ich weiß nicht, das erste Puppet Show war eigentlich gut, aber je weiter es ging, desto schlechter wurde es irgendwie. Also ich fand jetzt die Rätsel nicht besonders fordernd oder sowas. Also fand ich bei Grim Tales das ein oder andere Rätsel deutlich schlimmer. Und dann tatsächlich auch, ich musste ja tatsächlich auch ein oder zwei Rätsel überspringen, weil ich das nicht gebacken gekriegt habe. Hier war das einfach so, ja, ja, klickst du mal hier, klickst du mal da, drehst du hier, drehst du da. Die waren sehr popelig, muss ich sagen, bisher. Mal gucken, ob es im Bonuskapitel genauso popelig und merkwürdig weitergeht, wie es in den anderen Bonuskapiteln gewesen ist. Die Rätsel waren teilweise, hier haben wir mal eine Verbesserung zu sonst. Bis zu, ach ja, das ist wieder derselbe Scheiß wie vorher. Ich darf jetzt wieder nicht Gegenstand XY benutzen, obwohl das genauso funktionieren würde. Und natürlich ein Haufen Einweg-Gegenstände, die wir natürlich nicht auch irgendwo anders noch hätte brauchen können. Na? Die Story war bisher... Naja, es war halt so das Pre-Sequel. Wir hatten nicht wirklich viel Story.
fand ich jetzt. Also wir hatten halt unser Anfangsding. Ja, wir müssen die Vergangenheit ändern. Aber innerhalb dieser Vergangenheit hat mir wirklich sehr wenig Geschichte eigentlich, fand ich jetzt. Also... Und theoretisch hätte sich die alte Felicia nicht ändern dürfen, weil sie in einem anderen Zeitstrang hatte. Aber naja, gut. Das ist zumindest so meine Vorstellung von Zukunft und Vergangenheit und wie es funktionieren würde. Könnte man denn in die Vergangenheit reisen? Glaube ich halt nicht, dass man seine Zukunft direkt ändern würde, sondern eher die Zukunft seines zukünftigen Ichs. Was nicht ich wäre. Naja, das ist jetzt Relativitätstheorien, Kram und so Geschichten. Döns da. Puh. Gut, wir haben das jetzt durchgerockt in einer Session. Das Bonuskapitel folgt natürlich. Ansonsten würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt Feierabend, denn das war mehr als genug. Meine Festplatte ist vermutlich eh schon voll gelaufen, weshalb es da auch hier und da mal so die Einbrüche gab. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich nur noch einen gewissen Platz habe, so 150 GB oder 200 GB, dann fängt an, meinen PC zu lecken, warum auch immer. Und deshalb sehen wir uns in einem meiner anderen Projekte wieder oder in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann!